Hallo Leute, hier ist er wieder, euer Colli von Futa.de und schön, dass ihr auch bei der 5. Episode von Let's FIFA 2014 eingeschaltet habt. Ihr seht, ich verkaufe ganz, ganz viele Spieler jetzt alle, die ich in meinem Packs drin hatte, bei meinem kleinen Pack-Opening in Episode 1. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt hiervon und warum mache ich das? Ich verkaufe ganz viele Spieler einfach aus dem Grund, weil ich dachte, wir sind jetzt in eine Liga aufgestiegen und zwar sind wir in Liga 9. Und ja, da könnte man auch mal mit einem neuen Team wieder antreten, auch aus dem Grund, weil mir das vorherige Team einfach nicht so wirklich gefallen hat. Ich trenne mich also unter anderem von meinen BPL-Spielern wie Lukaku, Mignolet, etc., PP, wie sie nicht alle heißen. Und was ich mir für Teams gebaut habe daraus, um hoffentlich jetzt ein bisschen erfolgreicher zu sein, das sehen wir uns jetzt einfach mal fix an. Unser erstes Team, ein Serie A Squad im 4-3-3 mit falscher 9. Und ihr seht, Tevez ist meine Hauptinvestition, sage ich mal. Ogbonna hatte ich ja gezogen gehabt. Tevez ist hier im Team außen. Giovinco und Biabiani, also ein bisschen pace die Linie runter. Und hoffentlich mit Giovinco auch der ein oder andere hübsche Finesse-Schuss, die ja, wie ich schon bereits erwähnt habe, ein bisschen overpowered sind. Aber gucken wir uns das Team kurz nochmal im Detail an. Und ja, ich wollte auf jeden Fall sagen, ich finde es ganz cool, dass ihr hier auch meinen neuen Channel relativ gut ankommen lasst. Also ich habe ja gewechselt von meinem alten auf diesen Futab-Channel jetzt hier und mache meine ganze Serie jetzt eben genau hier und die wird euch über das ganze FIFA-Jahr begleiten. Das heißt, ich werde hier wirklich meine komplette Videoreihe, die ich rausbringen werde, auf diesem Channel zeigen. Und das Interessante daran ist einfach, dass ich mit meinem Main-Account diesmal spiele, keine einzelnen Serien mache, wie relativ beliebte Serien von früher, sondern wirklich alles mit diesem einen Account hier. Und das heißt aber automatisch, dass ich euch nicht alles zeigen kann. Das heißt, ich will ja auch ein bisschen spielen und hier 9 Spiele nach ein paar Tagen wären ein bisschen wenig. Heißt, ich spiele auch wirklich noch so, dass ich euch das nicht alles zeigen kann. Aber es sind dann Einzelspiele oder Turnierspiele. Aber die Liga werdet ihr komplett sehen hier bei mir. Und ansonsten auch werden Player-Reviews kommen und ich werde noch ganz, ganz viele andere Sachen machen, wie Tutorials. Falls ihr die gesehen habt, dann könnt ihr da ja auch mal einen Comment zu abgeben. Also mein Tutorial, wie man den Torfabrikball bekommt oder wie man schöne klassische Trikots im Retro-Style bekommen kann bei FIFA. So, jetzt aber zurück hier in meine Serie. Ihr seht, ich habe auch mein Bundesliga-Team, also mein erstes Team überarbeitet, habe da ein reines Bundesliga-Team draus gemacht im 4-2-3-1, die Variante 2 mit Alaba, Boateng etc. pp. Ihr seht hier mal die Preise, für die ich die Spieler gekauft habe. Martinez ist auch mit drin. Im Sturm bleibt natürlich Aubameyang und ihr werdet euch vielleicht über die Preise wundern, aber das ist alles noch Early Release und das heißt, wir hängen noch ein Stückchen zurück. Ich werde mich aber dranhängen und euch wirklich schnellstmöglich auf den aktuellen Stand bringen. Fafan auf rechts in diesem Team, in der Mitte, wie gesagt, Aubameyang und auf links Elia, 5 Sterne Skills, 4700 Coins und während ihr dieses Video jetzt hier seht wahrscheinlich, müsstet ihr mittlerweile schon wissen, dass Elia sehr, sehr wahrscheinlich ins nächste Team der Woche kommt. Das heißt, ein 5 Sterne Bundesliga Skiller in Form nächste Woche, auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ihr seht, ich habe die Spieler dann alle relativ günstig bekommen zu dem Zeitpunkt. Die sind im Prinzip fast alle gestiegen. Vor allem Aubameyang, Alaba und Elia sind hochgegangen. Und jo, mit den beiden Teams geht's jetzt auch direkt in die Spiele für die heutige Episode. 3 Stück an der Zahl. Und wir machen uns also in Liga 9. Und ihr werdet es euch vielleicht denken können, das ist hier alles noch Early Access, wie ich es gerade gesagt habe. Heißt also auch automatisch, dass die Gegner noch relativ gut sind. Weil die meisten Leute wirklich hier richtige FIFA-Nerds sind. Das heißt, die Leute, die im Early Release dabei sind, die sind in der Regel Leute, die sich mit dem Spiel sehr intensiv beschäftigen. So, ihr seht's hier, relativ schnell gehen wir wieder in Rückstand. Kompany macht hier ein Kopfballtor und da zeigen wir schon wieder eine meiner Schwächen dieses Jahr. Das ist wirklich das Eckbälle verteidigen. Generell ist es ja nicht schwer, mit Kopfbällen zum Erfolg zu kommen, aber nach Eckbällen ist es für mich sehr schwer zu verteidigen, aber Tevez ist da und macht hier das 1-1 in der Situation. Sehr schön gemacht, vor allem ein Fake-Shot, den Verteidiger aussteigen lassen, läuft dann durch und verwandelt natürlich eiskalt.
Tevez bringt mich dazu zu sagen, dass Spieler mit höherem Rating, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, wirklich sich besser spielen lassen. Also man merkt Finishing-Unterschiede, merkt man wirklich an. Wir sind jetzt schon in der zweiten Halbzeit, da ist wieder Tevez durch. Tevez kann von David Luiz nicht gehalten werden, der haut ihn einfach unterm Torwart rein. Das hat Lukaku vorher nicht geschafft. Auch Aubameyang tut sich in so einer Situation immer schwer, aber Tevez hat so ein hohes Finishing, der macht das Ding dann einfach rein. 2:1 steht es hier. Ihr seht, 90 Minuten sind jetzt schon gespielt. Reina hinten raus den Ball auf Gervinho. Der bekommt ihn leider nicht. Es kommt zum Einwurf für den Gegner und vielleicht lassen wir jetzt hier kurz vor Schluss nochmal eine entscheidende Situation zu. Einwurf von Ivanovic auf Torres, der auf Walcott, und Walcott ist halt wahnsinnig schnell, läuft da die Linie lang, ich tue mich schwer beim Verteidigen, kriege ihn nicht so richtig rein, Walcott läuft rein, Fehler von mir, Poli auf, dann auf Tevez, Inla läuft zur Mitte und das sieht eigentlich gut aus für uns, das sieht gut aus, wir können hier eventuell, ja wir können es, wir starten mit einem Sieg in die Liga 9 und mit 2 Toren von Carlos Tevez, den ich euch wirklich nur ans Herz legen kann. Wer damit zurechtkommt, mit einem Spieler zu spielen, der High Workrates hat, der ist mit Tevez wirklich richtig gut aufgehoben und den kann ich wirklich absolut nur empfehlen. So, hier sehen wir nochmal ganz kurz mein Bundesliga-Squad. Ich fülle das eben auf mit den Serie A-Spielern auf der Bank hier und warum ich mich für reine Ligen-Squads entschieden habe, ist relativ einfach dieses Jahr. Ich finde es, gelinde gesagt, ein bisschen zum Erbrechen, dass es wirklich kompliziert ist, dieses Jahr Hybrid-Teams zu bauen, weil einfach die Chemie Art geändert wurde, beziehungsweise wie die Chemie berechnet wird. Ein schwacher Link gibt halt ein, also jede Verbindung über Nation oder Liga gibt einen Chemiepunkt. Verein gibt 2 Punkte, einfach nur weil da natürlich der Liga-Punkt mit drin ist, plus Verein einen Punkt gibt, also 2 Punkte. Und Spieler mit perfekter Chemie, die haben 3 Punkte. Hier Elia mit dem 1:0 für uns nach 27 Minuten. Dann kommt mein Gegner auf außen durch. Ich krieg den Ball nicht wirklich raus. Willian ist dann da, zieht ab und er wird glücklicherweise zur Ecke abgefälscht. Also wie gesagt, maximale Chemieverbindung ist wirklich 3 Punkte und da lässt sich relativ wenig drüber machen. Das war letztes Jahr noch besser, da hat man zum Beispiel für eine perfekte Chemie 5 Punkte bekommen. Und hier kriegen wir ein Kopfballgegentor, mal wieder nach einer Ecke von Miranda. Es steht 1:1 nach 41 Minuten. Zweite Halbzeit, De Bruyne ist da durch, dribbelt sich schön lang, Willian über außen, Willian ist nicht zu stoppen, zieht nach innen, kommt irgendwie wieder an den Ball, schießt drauf und glücklicherweise bekommen wir da den Ball zurück. Rafinha kloppt das Ding einfach raus auf Aubameyang, der kommt nicht an den Ball, Bar ist dann da und Bar schießt einfach und dann ist das Ding auch noch drin. Der Schuss war weder hart noch platziert, aber trotzdem geht er irgendwie ins Tor. Schade, schade, hier ein wunderschöner, hässlicher Jubel. Nach 66 Minuten liegen wir also hinten. Dann ist Aubameyang eigentlich durch, verliert leider den Ball. Courtois kommt ran, kloppt das Ding dann nicht raus, sondern spielt ihn zu seinem Verteidiger. Und das ist ein Fehler, den man relativ schnell macht dieses Jahr. Wirklich, weil die Verteidiger sehr träge sind wie Mkhitaryan, lässt sich das natürlich nicht nehmen und gleicht hier aus. 2:2, glücklich für uns. Habe ich mich eigentlich auch ein bisschen dämlich angestellt. Ich hätte ihn auf einen starken Fuß legen müssen und dann schießen sollen, weil da war die Chance einfach ziemlich groß, dass er den nicht vergeigt, den Ball. Und ja, glücklicherweise hat er es nicht gemacht. Fafan ist jetzt hier über außen durch. Fafan setzt sich da schön durch mit ein paar Skills. Martinez auf Aubameyang und der ist einfach zu schnell für den Gegner. Zieht dann in die Mitte, sehr schön gemacht. Außenrissschuss und drin. Platzierter, als er hätte sein müssen. Sehr, sehr schönes Tor. 82. Minute, 3:2. Wir haben das Spiel gedreht, würde ich mal sagen. Es steht also 3:2, 82 Minuten. Und sollte es wirklich passieren, dass wir jetzt 2 Siege in Folge packen, dann wäre das natürlich eine wahnsinnig schöne Geschichte. Jetzt hier Anstoß meines Gegners, Vitor Self. Und er läuft dann einfach mal durch. Mit Willian müsste das sein. Links Felipe Luis. Der passt den Ball gleich weiter auf Fernandinho. Der ist auf Außen. Eigentlich schon gestoppt, Rafinha hat jetzt hier den Ball, spielt ihn schön in den Lauf von Aubameyang, doch so richtig klappen tut das nicht. Mkhitaryan holt sich den Ball und scheitert leider mit dem Pass auf Rafinha. Der fehlt jetzt natürlich hinten, De Bruyne hier auf Bar und Bar lässt durch auf Willian und da fehlt genau da Rafinha. Willian ist durch, er ist einfach zu schnell und er macht das Ding auch noch rein mit dem linken Fuß. 86. Minute. Alles wieder für die Cuts. Spiel war gedreht. Leider wieder nur 3:3. Wieder mal nur ein Unentschieden. Keine 2 Siege in Folge. Aber dafür 6 Tore für euch, die es zu sehen gab. Und man sieht es wirklich immer noch, dass ich mich schwer tue mit der ganzen Geschichte hier.
Es macht mir wahnsinnig viel Spaß, FIFA 14, muss ich ehrlicherweise gestehen. Das war ja auch alles noch vor dem Patch. Aber es ist halt leicht frustrierend, wenn man dann nicht gewinnt, weil das Problem ist einfach, man kann seine alten Stärken, die man hatte aus FIFA 13, die kann man kaum noch anbringen. Und das bringt einen relativ oft vor Probleme. Jetzt hier mein nächster Gegner, David Villa über außen und Carlos Vela. Und hier ist David Villa auch schon am Ball in der ersten Spielminute. Chippt den Ball sich auf die andere Seite und finesst das Ding einfach rein. Und wow, richtig geiles Tor. David Villa 2 Minuten. Und ich dachte, jetzt geht's richtig auf die Fresse in dem Spiel. Denn David Villa hat nicht nur einen der besten Schüsse, der hat auch einen Finesse-Schuss-Trade. Und Finesse-Schüsse sind ja, wie ich es euch schon ein paar Mal gesagt habe, wirklich stark dieses Jahr. Und das könnte wirklich noch Probleme geben im Spiel. Jetzt Konstantin mit dem Konter nach einer eigenen Ecke. Gervinho raus auf Bia Biani und der ist wirklich richtig schnell. 96 Pace. Flankt das Ding rein und Tevez ist da ganz frei und köpft das Ding rein. Da muss ich mich natürlich nicht für entschuldigen, dass ich den Kopfball nutze, sondern einfach, das sind Spielmechaniken. Ich habe schon gesagt, im letzten Jahr hat man sich einen Spielstil angewöhnt auf FIFA 13 und den einfach zu adaptieren auf dieses Spiel ist gar nicht so leicht. Hier wieder Villa und er macht das Ding schon wieder rein. Fast eine Kopie des Tores davor. Es steht also 2:1 für Villa gegen Tevez. Das ist leider ein bisschen schade, denn eigentlich habe ich meinen Gegner ganz gut im Griff. Er versucht zwar von überall seine Finesse-Schüsse, aber bis auf die beiden Villa-Dinger kamen die alle nicht ganz so toll. Aber Villa macht es natürlich überragend. Das Ding ist drin. Dann wieder Bia Biani über außen auf Poli. Der verliert eigentlich den Ball. Bekommt ihn dann doch noch Bia Biani und wieder kommt die Flanke in die Mitte und wieder ist Tevez da. Diesmal nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Fuß. Schönes Tor. Wieder übrigens 11 Minuten nach der Führung durch Villa. Steht 2:2 im Kampf. Villa gegen Tevez. Wir gehen in die zweite Halbzeit kurz vor Schluss hier schon und dann ein Kopfball meines Gegners. Zum Glück kann ich den parieren. Miranda ist ein richtig starker Kopfballspieler. Nach Ecken habe ich oft Probleme gegen den Kollegen. Und es gibt eine zweite Ecke. Modric bringt auch diese rein. Miranda ist dann da und auch die wird abgefälscht. Der wäre, glaube ich, nicht gefährlich gekommen. Leider gibt es gleich die dritte Ecke. Auch da steht wieder Modric am Ball, bringt das Ding rein. Und da sieht man es schon, Miranda scheitert erst am Torwart. Aber im vierten Versuch quasi insgesamt bringt er das Ding dann doch endlich unter im Tor. Wir sind in der Nachspielzeit. Hier Gervinho über außen, hat ein bisschen Glück, dass er sich da durchsetzen kann, spielt den Ball auf Bia Biani. Bia Biani wird zum Glück nicht gestört vom Verteidiger, flankt das Ding, Gervinho steht jetzt plötzlich unten drin und das dritte Kopfballtor zum 3:3. 2 Tore Villa, 2 Tore Tevez und Miranda und Gervinho. Sehr typische FIFA 14 Tore waren das hier und für mich natürlich wahnsinnig glücklich, dass es in der 90. plus 4 oder so muss es schon gewesen sein, hier zum Ausgleich kommt. Und mit 3:3 endet dieses Spiel dann auch. Es ist also nichts weiter großartig passiert. Jetzt hier noch in der Nachspielzeit. Von daher nehme ich euch das jetzt mal vorweg. Er probiert es jetzt hier gleich nochmal. Da habe ich ein bisschen Glück, aber der Schuss ist nicht so sehr gefährlich. Denn Vela hat hier glücklicherweise mit einem schwachen Fuß draufgeknallt. 3:3. Ich war von den Statistiken echt unterlegen in diesem Spiel. Das liegt einfach daran, dass mein Gegner versucht hat zu schießen, von wo es nur geht. Er war sich also zu dem Zeitpunkt schon bewusst, dass Finesse-Schüsse sehr, sehr stark sind. Ich wusste es in diesem Moment noch gar nicht und habe mich gewundert, boah, geil, der Villa haut die Dinger hier einfach rein, einen nach dem anderen. Ja, ihr seht es hier, 19:5 Torschüsse, aber gleichwertiger Ballbesitz. Von daher ist das okay. Magina hat halt, wie gesagt, von überall versucht zu schießen. So, 3:3, das heißt, ein Sieg, 2 Unentschieden, also immer noch nicht so berauschend, aber immerhin haben wir noch kein Spiel verloren hier in Liga 9. Und so soll es natürlich auch weitergehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked doch bitte die ganze Geschichte hier und abonniert meinen Kanal, wenn ihr auch weitere Videos sehen wollt. Das war's von mir. Ich sage bis zum nächsten Mal, euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Colli. Tschüss. Tschüss. Tschüss.